Ja, willkommen zu einer neuen Folge Atlas. Ich bin immer noch im selben Sektor und habe jetzt mal hier eine größere Insel halt gemacht. Ja, ich will einfach mal gucken, ob ich ein paar Vorräte finde, die ich gut gebrauchen kann, weil ich will mir ja nicht alles per Beschiss holen. Und bevor wir weiterfahren in die anderen Sektoren, weil ich bräuchte ein paar Kräuter, um mir Nahrungsmittel herzustellen, die Ration aus der Mod und ich brauche Entdeckungen, um weiter leveln zu können. Ja, sonst kann ich euch ja nicht alles zeigen. Mal schauen wir mal, wie weit wir, wie gesagt, mit diesem Let's Play kommen werden. Unter Wasserwelt müssen wir uns natürlich irgendwann auch nochmal angucken. Ich dächte da was gelesen zu haben, dass es da auch ein bisschen was gibt. Und das Zeug ist das, was ich gerade halt nicht brauche. Das ist das Problem. Dann gucken wir mal, was es hier gibt. Reit habe ich mir mal rangeschummelt gehabt, weil geht einfach schneller, wie man zählen, wissen wir ja. Und die Zähmethoden finde ich ja nie gerade besonders gut, muss ich mal so sagen, auch wie ja. Das, was ich brauche. Aber wir nehmen es mal mit. Wildschwein brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich brauche Kräuter. Mal gucken, was das hier ist. Das könnte ein Glück was sein, oder? Da sind die Bären. Ja, die brauche ich jetzt nie unbedingt. Für meine Kuh vielleicht, aber. Ansonsten, ja. Natürlich können wir jetzt jederzeit auf ein Piratencamp stoßen. Ne? Was ist denn das Feines hier unten? Nicht unbedingt. Holzkohle wäre keine schlechte Sache. Brauche ich für Schießpulver. Aber irgendwann ist ja mein Grundstock der Munition mal aufgebraucht. Dauert zwar ein bisschen beim Schiff, aber da ich ja nicht so viel brauchen tue, hier ist Eisen, das würde ich mir mal zu Gemüte führen. Meine Bauernfalke gehört natürlich ab und zu mal dazu. Wir brauchen es ja früher oder später eh. Aber jetzt sehe ich erstmal nichts Neues. Was ich jetzt, oder was wir hier unbedingt brauchen können. Würde es nochmal. Das ist nochmal Metall, das würde ich nochmal mitnehmen. Gut, wir haben schon viel eingeholt. So, okay. Wir können noch ein bisschen, wir können noch ein bisschen. Ist hier was? Nee. Ja, ich baue jetzt nicht unbedingt an der erstbesten Stelle. Ich will versuchen, wirklich diesmal ein bisschen was von der Map noch mitzunehmen. Weil in der letzten Staffel hatten wir ja eine geile Stelle gehabt. Aber es gibt ja sowieso Änderungen an der Map. Also, ob ich die alle finden werde? Ich mag es bezweifeln. Das werde ich nicht schaffen. Das ist ein Bär, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gibt es halt viel Metall. Wir sind jetzt im Sektor Singleplayer L7. M7 hab ich gestartet. Nehmen wir auch mit. Hier
ist eine Kokosnuss, das stecke ich vorsichtshalber mal ein. Aber ich habe noch keine Kräuter gefunden für meine Funktion, das ist schlecht. Oh, Kohle, sehr schön. Das haben wir ja wieder Glück heute. Das läuft ziemlich gut, diese zweite Staffel mit dem Intro hier, also mit dem. Ich muss sagen, bis jetzt hat man richtig Glück, was das neue Zeug betrifft, was wir gesehen haben. Läuft auch scheinbar flüssiger. Sie hatten ja performance-technisch irgendwas gemacht oder wollten sie machen. Also ich habe die Ahnung, dass Atlas jetzt wieder flüssiger läuft. Wie gesagt, ich hab's immer noch nie auf der SSD. Ah, jetzt bin ich cool. Mal gucken, ob wir noch. Dort hinten ist wieder Piraten kämpfen, wie man sieht. Kann das sein, dass die zufällig spawnen? Packen wir mal hier rein. Gut, wir sind gut beladen, da würde ich mal lieber zurück zum Schiff machen. Hier ist das noch. Nee, wenn ich nicht noch Holzkohle finde. Ey, was machst du denn du? Nicht Äpfel oder was? Warum mühlen da die Kokosnüsse nicht weg? Jetzt na. Okay, wenn ich jetzt noch Kohle finde, die nehme ich unter Schmidt und war stehen geblieben. Aber viel ist es nicht. Festkohle? Nee. Oder? Nee, das wusste ich doch. Gucken, ob wir hier noch Kohle finden. Also heißt das Zeug. Gut, na, machen wir erstmal zurück. Hier, das könnte nur Kohle sein, oder? Ja. Die lass schnell liegen. Mindestens dort hinten oben noch welche. Ja. Gut, nehmen wir natürlich mit. Ihr kennt das ja. Metall lasse ich jetzt mal liegen, da haben wir erstmal noch genug. Weil wir sind ja so gut, ein bisschen kriegen wir noch. Ein bisschen kriegen wir noch weg. Schön einsacken, so. Weil wir wissen ja, wenn wir etwas kriegen dafür, ne? Das ist klar. Deswegen nehmen wir es mit. Jetzt ist es na, dreiviertel voll. Kann ich mal noch mit dem Bären hier oben beschreiben? So, da hätten wir erstmal genug Nahrungsmittel. Sind das Problem sein? Ja, jetzt ist die Quizfrage, oder vorne ist es.
ging es nicht weiter. Aber ich habe keine Kräuter. Ich brauche Kräuter, das ist das Problem, sonst kann ich die Ration nicht kochen. Dann müsste es nur neue Zeug machen, aber das hält nicht so lange an, wie ihr wisst. Die Ration sind mir da lieber. Oder wir gucken mal, vielleicht habe ich doch was schon gesammelt und mir ist es nicht bewusst. Können wir mal hier drüben gucken? Gibt es nur gar nicht. Aber Fleisch habe ich noch auf dem Schiff. Sonst gibt es jetzt nichts Außergewöhnliches auf Anhieb zu entdecken. Aber was ist jetzt los? Keine Ausdauer mehr. Braucht doch noch ein bisschen Ausdauer, der Bär. Geht wieder. Ja, die komischen Chimerik-Dinger. Was war denn das? Was sind denn das? Noch was Karotten oder Wurzeln oder irgendwas? Ne? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich hab's mal gewusst. Sind Sie, dass man hier beim Spiel über das Lernbegriffe? Dann sollte man sich auch nicht als Lernmaterial nehmen, so ein Spiel. So, du kommst mal besser mit. Du steckst das weg. Der Geschützturm ist jetzt ein bisschen nicht schön gesetzt, aber ich hatte bemerkt, dass ich das, den Deckaufbau zu kurz gewählt habe. Hab's aber aufgrund des Segels jetzt so gelassen. Wo ist ein Bär? Da. Normalerweise hatte ich das nämlich ein Stück größer gebaut hier vorne, also vom Platz, ja. Also es geht normalerweise bis hierher, der Deckaufbau. Aber ich wollte mehr Platz fürs Tier haben. Deswegen guckt das hier vorne ein bisschen durch. Ist nicht so optimal, aber naja. So, ihr dürftet ja fertig sein mit. Jetzt muss ich den erstmal überfüllen. So, okay. Die Eingänge nehmen wir hier hinten, habe ich jetzt zentral gemacht. Naja, hinten ist noch so eine Kiste. Gut. Doch, ich hab hier. Wir können kochen. Wir können kochen, Leute. Wir können kochen. Ich bin so ein Depp. Wir können kochen, wir schmeißen das in das Töpfchen und dann brauchen wir gut. Ja, das ist noch besser als nicht. Wir können das, ja. Wasser brauche ich dazu nicht, aber wir könnten doch. Ach, ich bin doch blöd, ich hab das doch noch im Bären alles. Mensch, das macht mir ja irgendwie Spaß. Ach, kennt er ja nicht. Er gibt ja kein Fett. So. Das ist ein bisschen Fehler. Das machen wir dann immer mit Ruhe, ne? Weil wir wollen dann nicht übertreiben und es überschwemmen. Weil ich habe mich ja schon im Spiel real verhoben, da muss ich mich jetzt auch noch im Spiel verheben. So, warte mal, wir brauchen, können doch bestimmt einen lecker Tee kochen, oder? Genau. Mal das mal dann mal mit durch. Was kann man hier ausmachen? Was ist denn das? Das ist normales Zeug. Ja, das gebe ich mal den NPCs, damit die hier nicht vom Fleisch fallen. Obwohl die eigentlich schon genug drin haben. Aber jetzt fallen sie auf keinen Fall mehr vom Fleisch. So. Apropos Fleisch, ich muss noch was in die Kühlung. Gucken wir mal, vielleicht können wir noch mehr Rationen machen. Am Ende.
können wir noch ein bisschen Fleisch reintun. Ja, können wir. Machen wir nochmal Rationer hier. Siehst du, das passt doch. Also Fleisch fallen wir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr. So schnell. Die durch mal raus wieder. So, hier drüben kommt wieder Fertiges rein. Da bräuchte ich irgendwie bräuchte ich bald nochmal Salz. Mein ganzes Zeug ist vergammelt, sehe ich bald. Das müsste hier Flint sein, richtig. Haben wir gleich mal eine Neue. Und was das? So, da geht's doch wieder voran bei uns, das finde ich gut. Nee, packe ich mal extra, packe ich mal extra. Weil den haben wir wieder nicht. Während der oben putzelt. Ne, das ist doch nicht. So, vergammelt aber ziemlich schnell. Dann muss ich noch mal in den Einstellungen was gucken. Das ist nicht normal. Aber da habe ich eigentlich nicht geändert. Wie zum letzten Let's Play. Vergammelt mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell. Siehst du, da ist fertig. Passt. Das kommt wieder in den Zutaten-Schrank. Ich trenne das immer ein bisschen. So, okay. Ich würde aber sagen, liebe Leute, ich entlade jetzt offscreen noch den Bären. Und das soll es jetzt erstmal mit der Folge gewesen sein. Ja, in der nächsten fahren wir mal weiter, beziehungsweise ich fahre offscreen schon mal weiter und ja, da schauen wir uns dann im nächsten Sektor wieder. Also bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi!